gonna take on the world. Gestern war es noch Verschwörungstheorie, jetzt ist es amtlich. Wer alternative Denkansätze vorschlug, wurde oft ohne ausreichenden Diskurs ins Abseits gestellt. Dabei ist eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung ohne offenen Meinungsaustausch schwer denkbar. So, nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß steht es in dem Report der interdisziplinären Sachverständigenkommission in der Evaluierung, dass ich das jetzt noch richtig zusammengebracht habe. Und wie gesagt, das ist genau das, was ich seit 2 Jahren kritisiere und ganz viele von Ihnen, von euch und wofür man dann heftigst kritisiert wurde, ausgegrenzt, diffamiert, und ganz viele von diesen Sachen stehen jetzt in diesem Bericht. Ein Leser hat mir sogar geschrieben, war ein ganz schöner Kommentar, der sagte, jetzt ist das amtlich, was man mir 2 Jahre vorgeworfen hat. Dabei ist dieser Evaluierungsbericht noch Kritik mit angezogener Handbremse. Der Virologe Stör, den ich sehr schätze, eine sehr vernünftige Stimme, der hat gesagt, das hätte viel deutlicher werden müssen. Er hat teilweise auch den Dissens öffentlich gemacht, zum Beispiel beim Thema Schulen, wo in dem Bericht steht, ja, man weiß es nicht so genau, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Und er sagt, das hätte anders aussehen müssen. Aber selbst diese Kritik, nochmal, mit angezogener Handbremse, selbst die ist eine massive Ohrfeige für unsere Regierung, denn da steht eigentlich drin nichts Genaues. Wusste man nicht die ganze Zeit? RKI, Robert-Koch-Institut, unter Herrn Wieler war nicht in der Lage, diese Daten zu bringen, und es ist eine lange Liste von Versäumnissen und Versagen, die da drinstehen. Es liest sich wirklich wie etwas, was man noch vor ein paar Monaten als böse, böse Schwurbelei bezeichnet hätte, obwohl es noch sehr, sehr zurückhaltend ist. Aber es ist ausreichend, dass man heute das als das große Thema in der Politik diskutieren müsste, dass man eigentlich keine anderen Schlagzeilen hätte haben dürfen jetzt am Freitag, dass es eine große Debatte in der Politik hätte geben müssen. Und was gibt es? Nichts. Null, serra, niente. Das ist unglaublich und es zeigt, wie wenig diese Demokratie noch funktioniert, auch in den Medien. Die haben zwar pflichtschuldig berichtet, aber entweder völlig verharmlosend oder unter ferner Liefen, bis auf Bild und Welt. Die haben es in meinen Augen anständig gemacht. Spiegel gerade nochmal nachgeschaut, da heißt es dann, ja, man kann es in beide Richtungen interpretieren. Nein, das kann man eben nicht, denn selbst das, was an Kritik drinnen steht, ist vernichtend, auch wenn sie große Teile der nötigen Kritik ausgespart haben. Aber selbst diese vielleicht 10, 20, 25% der Missstände, die benannt werden, die wären schon ausreichend in einer funktionierenden Demokratie, dass da Rambazamba stattfindet. Und nur der Herr Kubicki und Schäffler, glaube ich, von der FDP haben Konsequenzen gefordert, den Rücktritt von Wieler. Nicht mal die Opposition, das müssen Sie sich vorstellen, die CDU ist nicht mal mehr manns genug. Also da stellen sich wirklich FDP-Leute, stellen sich hin, kritisieren das in der eigenen Regierung, während von der Opposition fast nichts zu hören ist, von der größten Oppositionspartei. Die AfD hat wahrscheinlich was gesagt, aber das wird ja nicht verbreitet in den großen Medien. Die werden ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt. Also hanebüchende Zustände. Und wie gesagt, man kann es so sehen, das Glas halb voll, halb leer. Halb voll, dass wenigstens etwas kritisiert wurde, halb leer. Das ist sehr, sehr spärlich war der Umgang mit der Kritik. Aber es ist wenigstens etwas, man konnte nicht alles unter den Teppich kehren. Und jetzt ist die große Frage, wenn man das schreibt, wenn das jetzt offiziell ist, der Umgang mit den Kritikern nicht gerechtfertigt. Sie wurden zu schnell ins Abseits gestellt. Wann kommt denn da die Entschuldigung? Wann
Entschuldigt sich YouTube für die ganzen Kanalsperrungen? Wann wird die Werbesperre aufgehoben? Wann hebt PayPal die Kontosperre auf? Im Gegenteil, am Tag der Evaluierung, sozusagen einen Tag vorher, machen die Kontosperre. Es ist wirklich unfassbar, was hier passiert. Die nächste Frage wäre, wann findet die juristische Aufarbeitung statt? Ich glaube, da können wir lang warten, vor allem mit dem Verfassungsgerichtspräsidenten, der ein Vertrauter von Angela Merkel ist und von ihr installiert wurde. Wehe, das wäre in Polen passiert. Um Gottes Willen, da hätten Sie ja ständig Aufregung gehört. Ja, worauf wollen wir uns konzentrieren? Darauf, dass wenigstens etwas Kritik da drin steht, dass das in einer normalen Demokratie zu Rücktrittsforderungen gereicht hätte und dass in unserer von oben gelenkten Demokratie das eben unter den Teppich gekehrt wird. Naja, freuen wir uns, dass wenigstens etwas bekannt wurde und dass Leute wie wir und die meisten von Ihnen, von euch jetzt quasi offiziell rehabilitiert sind, was aber in den großen Medien natürlich nicht groß aufgegriffen wird. Das wäre ja peinlich, da müsste man ja einen Fehler zugeben. Aber das richtig Wichtige ist, Sie sehen, ich bekomme schon die Worte durcheinander, weil es jetzt schon fast 2 Uhr nachts ist, aber ich habe gesagt, das muss noch vor dem Morgen fertig werden, dieses Video. Aber das Erfreuliche ist, dass zumindest ein bisschen hier ein paar Steine ins Rutschen geraten sind und solche Umbrüche gehen ja nicht schnell. Und von daher ist das vielleicht der erste Dominostein Richtung Aufklärung und Corona-Vergangenheitsbewältigung. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie und nach der PayPal-Kündigung Unterstützung jetzt doppelt wertvoll, geht nur noch über das Konto. Kontonummer kann man sich schlecht merken, findet man reitschuster.de Unterstützung. Tausend Dank, wenn Sie das gerade jetzt machen. Und ich bleibe dran am Corona-Ball. Danke, alles Gute, ciao. We're gonna take on the world. Check on the world.